Leihquatsch. Leihpapa, brauche ich nicht Martial. Ah, ich nehme Martial. Immer cooler Dude. Viel Glück, Thomas. Dankeschön. So, wir haben von gestern aufgehoben einmal eins von 284 plus. Jawohl. Die alten Bekannten. Und wir haben eins von 384 plus. Ein Rüdi, immerhin nicht doppelt. Ist doch schon mal okay. 287, ja. Was will man mehr? So, das war das Pack Opening. Nee, wir haben noch ein paar. Nicht so viel und nicht so super tolle, aber mal gucken. So, vor allen Dingen gehen wir jetzt auch mal. Also wenn hier... Das haben wir auch noch. Und das 10-Münzen-Pack. Manboard. Frank, grüß dich. Oh. So, 86er. Hallo. Müsste ich kaufen, oder? 86er bringt der 7? Keine Ahnung. 86er Diao. 14. Muss ich ja kaufen. Cool. Pack erhalten X für 7500 Münzen. So, machen wir doch. Und den hauen wir gleich weg hier für. Naja, das sind so die Sachen, über die ich mich freuen muss. ja, Dragon, was denn jetzt gezogen? Wie sie Hero Pack mit Futter kaptiviert drin, jetzt kann ich den Trade verkaufen. Auch geil. Ihr ganzen Lucky Mann, ey. 16k, ja, ich hab gesehen. Was kann man ja mal mitnehmen? So. Gut, jetzt noch dieses 10-Münzen-Pack. Und was meinst du, 85er? 85k? Ach nee, jetzt habe ich erstmal noch ein neues. Aha, jetzt kommt der Jasinho. Nee, Cantonar wäre besser. Nee. X. Läuft, Drecken, läuft bei dir. Als Raui, den ziehe ich auch echt ständig. So, das brauchen wir, glaube ich, dann nicht zu kaufen. Dann gucken wir ins Promo-Pack. 10er. Good Birthday. Pack erhalten. Da kam der raus bei dir, Arne, ja? Einfach so. Einen Jarzinho Food Birthday aus einem 10-Münzen-Pack. Ich habe nicht so ein Glück. Erster Food Birthday, Chuck Wutzi. Ah. Ich möchte alle Token haben. Ach, echt? Ah, Sommer. Den habe ich gestern in der SBC gepackt. Hoffentlich den. Nein, genau den falschen natürlich. Ein Geburtstagsleihspieler. Die Leihspieler könnt ihr euch irgendwie. Ne? Tauschbahn getauscht? Naja, passiert ja öfter mal. Nee, brauche auch also. Außerdem, wir. Würde Marcel noch nicht auf Facebook gehen wollen, verliert er hier Erfahrungspunkte. So, die sind aber nicht tauschbar. Tauschbar. Muss er durch als Nesthäkchen. Nesthäkchen ist ja süß. Ja, nee. Ist ja. Machen wir am Wochenende. Weil wenn ich dann auf Risi gehe, wisst ihr, dann verkacke ich ja mir den Algo wieder. Pack Nummer 2, tradable. Ja, nicht. Da bewegen sich nicht immer die Scheinwerfer. Da was nach oben. Wie viele Plätze habe ich denn? Ach, ich habe ja leer. Transferliste ist leer.
ja eigentlich die ganzen Tradable Ottos immer am liebsten verkaufe. Premium Gold Pack Untrade. Carsten, Grüße. Oh, so sieht das eigentlich ganz schick aus. Mit den Haaren, das sieht ja komisch aus. Naja, zwar ab Wochenende gehe ich irgendwann eine halbe Stunde auf TikTok live und smashe immer den Trovo-Link rein. Und dann haben wir Montag 1 Million Trolle hier. Licky, ja. Ach ja, weiß ich. So. Irgendwas sieht so komisch aus. Das steht so hoch da vorne. Hallöle, habe ich Evil schon verpasst? Jo, war uns zu brutal. Wir haben ganz schnell eingekackert und haben gesagt, wir machen lieber FIFA. Nee, wir machen schnell die Packs weg, Matze, und dann geht's los. Was ist jetzt drin? Saliba, Saliba, guck mal, Tradable. Ja, ich habe ganz kurz nur, ich habe das Video nicht geguckt, auf YouTube habe ich irgendwas gesehen von GameStar, nicht nur irgendeine andere Zeitschrift. Die waren irgendwie, also laut Titel, ganz schön angetan. Soll wohl ganz gut gewesen sein. 40 Packs nur noch, Matze. Ich mache auch schnell. Jumbo Premium Gold Pack Untrade. Es steht übrigens extra für dich, Marcel. Habe ich mir überlegt, ob ich das rauskopiere. Heil. Prime Goldspieler Pack. Untrade 82 plus garantiert. Jedes Pack lädt 10 Sekunden. Okay. Ja, haben wir scheinbar Glück. Ich habe auch noch nicht angefangen, Resi. Also Lumo Premium Gold Pack 26er. Und das war das absolut krasseste, viralgehendste TikTok-Video ever, 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 ever. Ich glaube 650.000 Aufrufe. Aber es war in der ersten FIFA-Woche. Und jetzt haben wir die, keine Ahnung, wievielte FIFA-Woche. Ende März. Ja, ich kann es ja trotzdem nochmal klippen. Vielleicht feiert das TikTok ja nochmal. Wir sind übrigens jetzt immer live auf Trovo. Link im Profil. So. Muss ich mal rausstellen. Welche Stelle war das? Wieder einen Hafti. Ah. 2027. Ja, ist ja bei 0049. Finden wir Mondi. Läuft nur Trovo, aber eure dicken Eier verlangen dann alles scheinbar. Goldspieler per Klein. 6 Goldspieler. Einer selten. Psst. Alexio, Grüße. Noch ein seltenes Goldspieler. Klein. Oh. Nein. Was? Das ist ja... Das ist aber keine Footbuster-Hacken. Scheiße. Ich dachte, warum ist der Bildschirm so hell? Muss ich mich jetzt freuen? Nein, ich ärgere mich jetzt, weil es ist halt kein Footbuster. Das ist hier von Eike. Aber Pirlo. Ja, schon wieder voll undankbar. Ein Untrade Pirlo. Ich habe mein Eiken-Glück verschossen für einen Pirlo. Alter, warum nicht Cantona? Aus so einem super Gammelpack, oder was war das jetzt? Ja, ist ja nicht vertradable. Das ist ja das Dilemma. Ist halt schmutzig. Ja, naja, aber guck mal, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein Icon kommt? Dankeschön. Das ist ja. Ach ja, direkt Mappe SBC, Tom. Schon weg. Ja, ich könnte nur zurückholen. Aber Mappe SBC mache ich, ist auch viel zu teuer. Dankeschön.
Jetzt dürft ihr Rosen aus der Box raushauen. Ah, ihr habt die Freigabe. Ihr habt die Freigabe zum Supporten. Oh, guck mal da oben, das Mana-Ding voll. Das geht noch ein bisschen größer, glaube ich. Schön, ne? Nahenofer da, schon geil. Und Willi, sei gegrüßt. First Blood, Sunny und Elsa, danke für die Rosen, Alexio. Viel Glück bei den Boxen. Marcinho 7 gönnt 5 Elixier. Dankeschön. Marcinho, dankeschön für den Space. Josef gönnt 5 Elixier. Danke für die Rosen. Dankeschön. Seltenes Megapack, let's go. Alter, halbe Stunde schon wieder oben und noch 30 Packs. Hat 5 Skills, 4 Weakfoot. Hey, Polo! Ey, und Mensch, Arnold schon wieder zum 37. Mal. Und wieder doppelt, oder? Raphael unterstrich 100 gönnt 5 Elixier. Dankeschön. Ja, wie ich es mache. Aber warte mal ab. Ich bin hier bestimmt gut. Gibt's ja nicht nur schwarz und weiß. Ich schon mal, ob das ja auch normale Icons geben kann, aber die zieht man ja nicht. Huh, schon wieder so Silber. Ja, ein Icon! Alter! Ach nee, ist ja Silber. Ah, ist auch ein Zwischending durchaus möglich, aber nö, wenn ja nur. Ja, hast ja recht. Hast ja recht. Ein brauchbarer Mod gönnt 5 Elixier. Dankeschön. Er sagt echt ein brauchbarer Mod. So, gemischtes Spielerpack. Chris hat es mitbekommen, dass Arne Jarzinho Birthday im 10-Mützen-Pack hatte. Authentisch, genau, ja. Ach ja. Premium-gemischte, tradable. Ja, weil dann rattert die auch als erstes durch. Oh, okay, Icon, geil. Oh, Pirlo. Oh, untrade. So, und das war's dann irgendwie so. Weil, ja. Weil 13 Millionen oder 12 Millionen noch. Schon riecht eher aus dem 10-Münzen-Pack einfach. Holy. Alexio, ein Abo meins müssen wir jetzt leider abziehen. Es war doppelt. So, wir kriegen die Rune. Das heißt, wir führen sehr so gemischte Spieler klein. Untrade, Tom, untrade. Dabei. Danke dir. Ein Drachenrahmen hast du dir auch gegönnt. Ja, gemischt, aber die kamen schon aus dem 83. Plus mal 10, 82. Das habe ich, glaube ich, auch noch, das 83. Aber. Mal gucken. Zwei seltene Gold, 81 plus. Gold. Ego Jota, der war im Starterteam bei mir, der war nicht schlecht. Ja, Wetten gibt es leider noch nicht. Kommt aber sicherlich. Also wenn es schon Vorhersagen gibt, kommen bestimmt auch noch die Wetten. Oh, Monsieur Soler, unser Grinsefreund. Problem wird wahrscheinlich sein, dass sie nicht wissen, wobei, die Vorhersagen gingen ja auch über Mana und Elixier, kannst du auch entweder oder machen. Wie zur WM, weißt du? Die ging ja auch. WM-Dingern ja nicht. Naja, wir werden sehen. Alles Gute ist nie beisammen. War bei 30 Packs, meinst du, kommen noch einer? Ich... Gucken. 75 plus...
faule Sané. Echt mal. Wegen ihm musste Nagelsmann gehen, oder? 81 plus Doppelspieler-Pack. Mit Inform. Mandanda. Warum geht der Balken nicht nach rechts? Komisch beim 87er. Es backt manchmal, habt ihr gesagt, ne? Mandanda, Inform nicht schlecht eigentlich. 5x80 plus. Walkout. Jetzt geht er darüber. Walkout. Okay. Okay. Mann, nee, aber war untrade, ne? Alter, was haben wir früher an der Decke geklebt? Ja, ist untrade. Naja. Aber wird auch Müll. 6 Gold, 6 Silber. Warum sind denn die ganz hinten? Also 87er ziehen wir stabil. Immerhin. Und? Selten Elektrum Nummer 2. Tradable. Kein Board, kein Walkout, kein gar nichts. Aber ein Rich. Xbox. Ja gut, vom Gameplay ist das ja gleich wie Playsee. Aber zur X1 ist es schon ein Unterschied, ne? Inform, Walkout, jetzt geht er nach rechts rüber. Kick an, ne? Aber ist er nur ein 84er? Maripan. Komisch. Wie mit dem Goldspieler-Pack. Tradable. Ich sag mir das immer laut, damit ich es mir merke und dann entsprechend. Oh. Da kam noch aber auch raus. Ja, aber hieß es nicht immer, dass unten dieser Strich nach links geht und nach rechts beim Walkout? Karten. Jumbo, Premium, Goldspieler. Ja, kann man. Danke, Chris. Raphael, kann man. Meine Vermutung wurde gerade verifiziert. Top. Verstehst du das Walkout-System null? Ja, ist auch egal. Im Prinzip geht es ja so schnell. Ich fand es damals mit dem langen Gang irgendwie, das war schon noch irgendwie mit am coolsten. Das war gleich vorletztes FIFA, ne? 21. So, Prime Goldspieler Pack. Klein. Ja, aber ziehe ich halt auch eine Icon gleich am Anfang. Voll kacke. Kann ja nichts mehr kommen. Chris wäre auch untrade. Naja, zumindest haben wir ein bisschen das Futter auch wieder aufgestockt. So ein seltenes Goldpack tradable ist nicht so gut. Auch sogar die silberblauen Sitzungen kosten manche 2 bis 4K. Ja, ich mache, früher habe ich da immer getüftelt und geguckt, aber jetzt habe ich die Zeit gar nicht mehr. Ich baller die einfach so rauf. Seltene Gold untrade. Ja, die Leute toben halt schon, ne? Die können jetzt teilweise 3 Tage spielen. Walkout. Balken geht nach rechts. Heißt, so ein Fake-Walkout. Hawk. Okay. Das Goldpack tradable. Ey, warum in den Tradables kommt immer nur Schmutz? Absicht. Inform. 79er kann ich wieder abstoßen, oder?
Seltenes Goldpack. Bobby. Wie lange spielst du schon kein WoW mehr? Lange wahrscheinlich, wa? Oh, du warst bestimmt auch voll der Freak. Ja, ja, nichts gezogen, außer einen Prime Perlo. Ein Trade. Sonst hast du nichts verpasst. Hab gerade eine menschliche Enttäuschung erlebt. So ist ja krass. Melden. Walkout. Spanien. Torwart. Oh nee, jetzt ist der dritte, der da irgendwie in der Abholkiste liegt. Ist er tradable? Tom ist er tradable. Siehst du, jetzt habe ich es mir nicht vorgeplappert. Tradable, tradable, tradable. Hast du gemeldet? Und die Freundschaft auch gekündigt? Weil sonst kann er sich das bestimmt denken. Ey, es war bestimmt der Arne. Nee, die 83 aber halt. Beim Gaming, da ist eh nichts drin, ne? Ich habe eine Beune Leihspieler bei 25 Partien. Yeah. Merinho. Raphael unterstrich Hunscher gönnt 5 Elixier. Siehste? Er liest noch den richtigen Namen, den alten vor. Also da müsstest du, glaube ich, Raphael nochmal ins Profil gehen, so wie Frank hat das nämlich auch. Aber kann auch sein, dass du den nur alle 25 Tage ändern kannst. Irgendein Cheater, ja? Oh, was hab ich denn? Alter, was geht denn jetzt? Naked Snake 2708 gönnt 300 Elixier. Dankeschön. Naked Snake 2708 gönnt 50 Elixier. Danke. Ich dachte schon, das geht da so. Ihr geht in Vorlage wieder, oder? Ich erschrecke mich immer voll. Arena fängt an und ist losgeballert. Snakey, dankeschön für ein fettes Bunny Egg für 300 Elixier und für 10 mal 5 dicke Eier und Raphael für 2 fette Bunny Eggs. So süß, ne? Aber den bringt er aber leider oben nicht. Da macht er immer den Wackeldackel. 200 Elixier. Dankeschön. Ich nehme jetzt freiwillig Hummels, Tatsache. Chris, ich kam zu spät und muss aufholen. Lol. Come on. Ah. Untrade, untrade. Leihpack, yo, Mann. Dankeschön. Oh. Münzen. Okay. Dann weg. Zack. Guck mal, den Mampfer, den macht er da oben. Warum macht er den 500 nicht? Thomas, Dankeschön. Danke. Alter Schwede, 500 Elixier, Dankeschön. Gönnt 500 Elixier. Dankeschön. Und T3-Abo heute gegönnt. Heftig. Vielen Dank. Dankeschön, Lee, in die Spitz. 20 WL-Siege in 2 Wochen. Du bist ein 87 Firpo. Echt nette Packs. Ja, ja, habe ich gesehen. Das fand ich schon, also für die Casuals ziemlich heftig. Also wenn du im Schnitt 2x10 Siege, das schaffe ich ja nur mit Mühe, wenn überhaupt. Wenn ich 2x9-11 hinlege, kriege ich den nicht mal. So, da ist einer drin im 83x10. Okay, dann machen wir erst das Jumbo, da ziehe ich ja eh mal Schmutz. Stell dir vor, ich ziehe nur ein 83er als höchstes. Irgendwie fühle ich sowas. Walkout ist immerhin da. Goldkarte Modric. 88 habe ich, glaube ich. Habe ich den doppelt? Das ist ja tradable auch, naja. Dann wäre es nicht so schlimm, aber wir haben ihn nicht doppelt. Wenn ihr da! Uday Simon! Ja, Mann! Da ist er. Okay, einen 87er Rodri. Also für einen 88er, 87er, 86er. Also für meinem Verhältnis 4 Packs auch immer. 3, 2, 1. Let's go! Da soll ein Börste drin sein. Ihr habt gesagt, es ist ein Börste drin. Und es ist ein Robertson.
kann da aber noch einer hinter sein, ne? Es gibt ja Burst, der ist kleiner als 87. Julian, ich habe schon gedacht, die haben sie rausgeschmissen. Aber wir reden über Julian Nagelsmann. Gönn dir. Hey, ihr verführt mich und dann kommt da nur Schmutz. Komm, da ist bestimmt so ein 85er oder so. Gibt's doch einen, ne? Und dann hat Blister doch seine Kanalpunkte verdreifacht. Gut, Futter stimmt, ja. Boah, ist das räudig, echt. Da soll ich ein 85 plus, ein 85k-Pack mingeln. Guck dir den Schmutz an. Die Hälfte kann ich noch weghauen. Ey, wirklich. Oh, Snakey, danke schön, gifted.